So. Das klappt jetzt. Also irgendwie mochte er das nicht, dass ich den Knick da gemacht habe. Jetzt scheint das aber soweit alles wieder zu funktionieren und dann müsste jetzt auch wieder Batterien ausspucken. Okay, also das ist echt ein Problemkindchen da oben. Also ja, ich werde dich jetzt unterstützen, damit wir endlich mit der Forschung weiterkommen, weil sonst haben wir irgendwann einen Riesenbeißer vor der Tür stehen und dann haben wir ein Riesenproblem. Sinnigerweise. Und das Zeug schmeiße ich später weg. Also, wir brauchen keine Zentrifuge, wir brauchen Assembling-Maschinen. Wir brauchen allerdings auch einen guten Platz dafür. Erstmal hätte ich gerne rote Untergrundbelts. Und zwar da bis da. Damit wir hier schön viel Platz haben. So. Wenn ich direkt hier neben das bauen will, brauche ich Ärmchen. Oh, warte, das Ganze sollte ja nach unten verlagert werden, ne? Also ja, erst musst du weg. So. Dann bereite ich schon mal das Fließband vor. Das denn da lang führt. Und hier dann umgedreht wird. Ja, okay. Also gehen wir es im Kopf durch. Ich setze die Fabrik. Also erstmal muss das Ding Knick machen, gleich nach unten. Das geht ja nach unten, damit es mehrere Fabriken befüllen kann. Das heißt, dass die Fabrik bekommt von rechts Plastik und Batterien. Du brauchst aber gar kein Plastik. Du brauchst nur die Batterien, theoretisch. Den Plastik braucht allerdings die Fabrik da oben. Den bekommt sie auch noch. Kriegst du ja auch gleich mal ein bisschen mehr, weil mein Inventar zu voll ist. So. Die Batterien werden alle schon weggefischt. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, wenn wir jetzt eine zweite Fabrik hier hinklatschen, bringt das erstmal gar nichts. Weil die zweite Fabrik nicht genug Batterien bekommt. Hier, nimm mal. Okay. Das heißt, zuerst... Aber zuerst gehe ich ganz gut zu den Schmelzöfen. Da oben. Zuerst gehe ich zu den Schmelzöfen, schmeiß mein Zeug rein. Und dann gehe ich nach unten und gucke, wie wir den Output von den Batteriedingern da erhöhen können. Da passen doch 200 rein. Sehr gut. Kann ich irgendwie noch da so eine Kiste hin? Ja, mach mal eine Kiste dahin. Die haut bitte ihr ganzes Zeug. Ich brauche normale Ärmchen da. Haut bitte ihr ganzes Zeug einfach da rein. Gut. Das Ganze kann ich hier nicht so wirklich gut machen, wegen... Oh ja, die vier Slots, die kriege ich dann auch noch hin irgendwann. So, so, das ist gut. Wirklich einen Platzmangel haben wir eigentlich auch nicht. Also ja, ich habe 50% Ramsch im Inventar, aber trotzdem haut das irgendwie noch hin. Das ist echt irre praktisch. Was wollte ich jetzt? Ich wollte irgendwo hingehen und das heil machen. Nicht Lava. Ah, genau, Batterien. Also Batterien. Was ist euer Problem? Schwefelsäure ist mehr als genug da. Ihr seid einfach nur langsam, kann das sein? Hier, werd schneller. Okay. Hier kriegst du noch mehr Eisenplatten. Ist trotzdem zu langsam. Also wenn ich da oben eine zweite Fabrik hinhau und der zweiten Fabrik ebenfalls ein Dual MK2 reinhau, was ja nicht mal die Endstufe ist, später kommen da ja MK5 oder was weiß ich Module rein, das wird die eine Chemical Plant hier nicht wuppen. Warum hast du jetzt wieder kein Plastik? Weil du keine Kohle hast. Oh. Das ist definitiv eine Altlast gewesen. Es war eine Kiste, die ich vor einer doch etwas längeren Zeit da mal hingestellt habe und gesagt habe, och, wir haben ja genug. Hier, nimm mal ein bisschen mehr da raus. So. Busel dich hier irgendwie durch. Nee, geht nicht. Dann hau das bitte mal hier rein. So. Warum arbeitest du jetzt nicht? Weil kein Petroleumgas da ist. Okay.
Also hier unten doch auch noch Probleme. Warum arbeitest du nicht, weil kein Leichtöl da ist? Sag mir nicht, wir haben gar kein Öl gerade. Doch, Öl ist da, aber Schweröl staut sich. Okay, Schweröl ist hier. Nein! Nicht ernsthaft? Stimmt, ich wollte mal Schweröl in Leichtöl verarbeiten vor 30 Folgen oder so. Ich denke, das werden wir jetzt machen müssen. Das heißt, wir schnappen uns eine Chemical Plant. Haben wir noch was? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich sehe nichts gelb blinken. Bauen wir mal Chemical Plant. Ja, wir bauen jetzt einfach ein, zwei Chemical Plants, die dann Schweröl umwuseln in Leichtöl und das hier hinten hinbringen. Können wir das hier irgendwo dazwischen klemmen? Nicht so wirklich gut, ne? Nee. Weil hier kommen ja später noch die Rotchip, Blauchip, ne? Produktion mit hin. Das heißt, ich werde das irgendwo hier machen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Abzweigung, da kommt das Schweröl rein. Leichtöl kommt unten raus. Wir füllen das Ganze hier mal ein bisschen auf. So, damit wir an das Rohr da rankommen. Reicht das? Leichtöl. Leichtöl. Ja, es müsste reichen. Und wir hauen nochmal eine von den alten Pumpen da rein. Oh, kein Strom. So. So, alles gut. Super aufgegangen. Okay, Chemical Plan. Da. Jetzt sag mir nicht, dass du Wasser brauchst zum Aufsplitten. Bitte nicht. Setz dich mal nicht unbedingt im Weg von dem Lavafelder. So. Schweröl in Leichtöl. Es braucht sauberes Wasser. Ich entwickle eine Abneigung gegen sauberes Wasser. Das Spiel ist echt nicht gut. Da. Nimm ein Superrohr, das wir nicht haben. Bau davon mehr. Schnappe dir das Wasser dort. Bringe es praktischerweise dahin und tu es da rein. So, dann schnappe dir. Ah doch, das geht. Da nach da und dahin. Gut. Und jetzt müssen wir nur eine Verbindung machen von da nach da nach so. Und du pumpst das dann. Aha, die fangen schon wieder an zu arbeiten. Sehr gut. Warum du nicht? Schweröl, Schweröl, Schweröl. Da muss eine Pumpe rein. Definitiv pumpen. Überall einfach pumpen. Ja, siehst du immer wohl. Jetzt du auch noch. Ja? Kommt irgendwie zu schnell rein, kann das sein? Also ja, und es ist auch nur eine einzige Chemical Plant, die dagegen anarbeitet. Das heißt, die sollte unterstützt werden. So. Können wir einfach noch eine zweite daneben hauen. Spricht eigentlich nichts gegen. Außer ein paar Bäume. Yeah. Genau, das heißt, wir machen einfach dann das Schweröl ein weiter nach da. Das Wasser können wir auch strecken. Und das machen wir einen nach vorne und dann passt das. Wobei ich eigentlich ganz gerne mal gucken würde, wie das denn so wirklich ausschaut. Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Ja. Nimm mal die da raus, dann arbeitest du auch wieder und verbrauchst Lubricant und das hilft. Nur marginal, oder? Ja. Bisschen was an, ja. Nächster Problemfall. Durch das ganze Leichtöl, das ja nicht mehr da ist oder da gewesen ist, hatten wir auch keine Brennstoffblöcke mehr. Das hätte auch unangenehm werden können. Also ja, wir haben hier seit, ich wollte schon fast sagen, seit Jahrzehnten kein Energieproblem mehr. Weil genug Blöcke da sind. Aber die wären auch irgendwann alle gewesen. Ja, sehr gut, dass ich mir das nochmal angeguckt habe. Wie schaut es jetzt aus mit dem eigentlichen Problem? Wir hatten, also mit dem einen eigentlichen Problem,
Wir hatten kein Petroleumgas mehr, um Plastik herzustellen. Haben wir jetzt wieder. Okay, müssen wir das beschleunigen? Nö, eigentlich nicht, weil Plastik wird ziemlich schnell so schnell hergestellt, wie man sehen kann. Okay, also das Problem haben wir. Zumindest einigermaßen. Die drei arbeiten auf jeden Fall schon mal wieder, das ist gut. Plastik ist auch okay. Lava sieht auch sehr gut aus, obwohl es nur noch ein Ding macht. Das ist alles auch okay. Das hier sieht super aus. Oh oh. Problem. Definitives Problem. Die schmeißen jetzt die kleinen Knödelchen hier wieder rein. Weil das Fließband zu schnell ist für die da. Ach Gottchen. Gib mir deine Knödelchen. Das könnte ich beheben, indem ich einfach die rausschmeiße, auf Smart stelle und dann dürfen sie nur Stein wieder zurück aufs Feld drauflegen. Aber ich guck mal jetzt, ob ich die da schneller machen kann. Hatten wir... Very fast Smart. Ne, haben wir noch nicht. Nee, gut, dann muss ich es echt so machen. Gib mir die da. Sollte ja nicht allzu lange dauern. So, dich stellen wir ein. Du machst nur noch... Oh, Stein, verdammt. So, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Shift links, Shift links, Shift... Seit wann ist das Reichweiten begrenzt? Okay, das heißt, es werden jetzt hier auch die kleinen Knödelchen eingelagert. Das ist nicht ganz so schön. Aber solange wir nicht die 3x3 Kisten haben oder sehr schnelle Smart Inserter oder größere Umbauaufgaben hier, lässt sich das nicht unbedingt lösen. Und ich will hier gerade nicht umbauen, nicht wirklich, ne. Also gucken wir kurz, ob irgendwo was in Umlauf gekommen ist, was jetzt blockieren könnte. Aber das sieht soweit okay aus. Ah, da. Da ist schon was angekommen. Ja, ja, gut, gut. Dass ich es gefunden habe. Da ist auch noch einer. Die sind doch so klein. Ich nehme mal ein bisschen mehr raus, damit sich das Ganze bewegt. Und nicht, dass das irgendwo unterirdisch dann festhängt. Scheint okay zu sein. Ja, ja. Okay. Also, das auch behoben. Hilft uns allerdings nicht bei der stärker werdenden Bedrohung. Das heißt, in der nächsten Folge sollte ich mich darum kümmern, weiter mehr Lasertürme zu bauen, wozu ich wieder Batterien klauen muss. Also mehr Lasertürme zu bauen, einfach nur, falls wir die stärkeren Viecher kommen, die Lücken besser abzudecken, weil wir haben immer noch hier unten keine fertige Mauer und keine Lasertürme. Das wollte ich eigentlich machen, ne? Habe ich mich nur wieder von ablenken lassen. Das sollte ich auch darauf achten. Und jetzt vielleicht, da sich die Batterien jetzt wieder stauen. Aha. Hängt nicht an Ärmchen. Okay, also jetzt hat die Batterien sich wieder stauen. Jetzt hier weiterarbeiten, dass wir auch mehr blaue Tränke bekommen, dass wir mehr Forschung bekommen, damit wir dank der Technik die Viecher besser töten können. Ja, das klingt doch ganz gut soweit. Also, bis gleich.